Hallöchen, wir haben jetzt, glaube ich, die 107 oder 108, keine Ahnung, viel. Die Liste. Und heute sind wir wieder an der Stelle, bei der alles anfing. Weil, wenn wir im Sale sind, kriegen wir eine Sammelkarte, wenn wir die Entdeckungsliste durchgehen. Und deswegen machen wir das direkt nach dem Intro. Scavengers Liste. Schwupps, da ist er. So, das sieht. Leute, ist ganz im Ernst. Danke. Oh, wie Civilization 7 kommt. Das wusste ich ja noch gar nicht. Wir brauchen nicht viel drüber zu reden. Wir gucken es uns einfach an. Study the past, if you would define the future. Architects of fate, working in these walls of time. Let us all for death prepare, or on the last great journey fare. Let me not then die ingloriously and without a struggle. But let me first do some great thing that shall be told among men hereafter. Each of us shall endure this world's life until the end. Ich weiß es nicht. Es ist bestimmt gut. Ich habe nie reingefunden. Ich habe nie Civilization gespielt. Kein einziges wirklich. Du, deine Aufzählung war nicht komplett. Colonization habe ich beigesessen bei jemandem, der es gespielt hat, aber irgendwie hat mir das nie viel gebracht. Destiny 2, die finale Form. Haben wir da wenigstens einen Trailer? Brauchen wir auch nichts zu sagen. Los geht's. Zu lang. Der ist gut. Ja. Der Zeuge nähert sich der finalen Form. Ein letzter gemeinsamer Schritt in Richtung Ende. Oh, das hört sich nach Ende an. Oh, wie toll. Seht ihr nicht, Ja, Destiny geht immer. Wie schön Ist man immer ein sein Aufreger. könnte. Kommt zu uns. Ich bestimme mein Schicksal. Was sind das für schwache Stimmen, Leute? War gut, oder der Rest war, naja. Aber ich glaube, kommt ja immer wieder, ne? Weil im Prinzip ist das Prinzip Bungie ja so ähnlich wie das Prinzip Boomerang, ne? Du wirfst weg und es kommt zurück. Du stürzt es in die Tiefe und es ist dann trotzdem wieder da. Naja. Super. Also Destiny 2, noch ein DLC, sieht furchtbar aus, als wäre das letzte DLC, weil die finale Form, aber sie werden einen Weg finden. Und es interessiert mich nicht. Penguin Helper. Ist eine Chance, zum Südpol zu reisen, ein Held für Pinguine zu werden, eine friedliche Atmosphäre zu genießen. Könnte gut sein. Kostet 99 Cent, ist Early Access, Deutsches unterstützt. Da können wir doch mal reingucken. Be ready for an amazing adventure. VHS-Effekt, komm, hör auf. It's dangerous. Penguins follow their backs. If you don't save them, no one will. Das ist doch Quatsch. Pinguine. Wish list now and save the penguins.
Mach weiter. Hilfe. Verbotene Kunst, Forbidden Art. Und es ist ein VR-Spiel. Also müssen wir auch nicht gucken, was es gut ist. Wir gucken einfach mal, was es macht. Gucken wir ganz kurz. Ja, Deutsch ist unterstützt. Und kostet. Geht sogar. Horror, VR-Spiele, don't know. Oh, das war aber gerade sehr dünn. Buhuhuhu. Oh Gott. Ach, die Tür im Krematorium, die langsam aufgeht. Oh. In der Leichenhalle, in der Leichenhalle. So. Hat dieser Trailer das, die Lameness irgendwie... gepachtet? Mhm. Das war jetzt gar nichts, ne? Oh, kostenlos. Geht's schon wieder los, ja? Naja, gut. DSS War Party. Was heißt denn Real-Time Medieval Warfare. Sehr stark reduziert. Keine Käufe im Spiel. Mit PvP und so weiter. Super Service. Ne? So Mini-Slytherin. Aber halt, es ist kostenlos, aber auch völlig interessant für mich jetzt. Sogar ganz gut. Aber ist eigentlich für Strategie alles, was man braucht. Viel mehr als ein bisschen nur halt Globalstrategie. Was heißt ein DSS? Ach, es ist ein RTS noch dazu. Ach, egal. So. I see fun. Entspanntes Abenteuer- und Rätselspiel mit einem Auge als Hauptfigur. Spieler interagieren mit dem Auge, um Objekte in Szenen, um Rätsel zu lösen, verschiedene Umgebungen freizuschalten. Das Ziel ist es, dem Auge zu helfen, seine Begleiter zu finden. Hallöchen, Zyklonia. Wo soll ich sagen, welcome back? Du hast mich ganz kurz mal reingelinst. Ja, ich hab's gesehen. Mhm. Deutsch, keine Käufe im Spiel. Kostenlos. Gucken wir. Du spielst ein wandelndes Auge in Cthulhu Land. Echt süß aus. Ach, schön. Ja. Ist ganz süß. Also für kostenlos sehr zu empfehlen, denke ich mal. Ja, gut, go. Smilok's Playground. Kostenlos, aber Käufe im Spiel.
Oh, und hier, oh, In-Game-Werbung, Werbwährung ohne Ende, PvP, oh, Online-PvP und dann Käufe im Spiel. Cash Grab, wer hätte das gedacht? Nifty! Ach, lass mal. Ich will es ja nicht unterstützen, aber ich mach mal. Smellog's Playground features a unique gameplay mechanic and an exciting win condition, resulting in some nifty outplay and comeback possibilities. Let's get you up to speed. Before you start a match, you can define and adjust the base you start with in the base editor. Place up to 12 Smellogs and 12 upgrades. There are loads of different possibilities to play with. This is the Menhir. It is your main building. If you lose it, you're out. Make sure it is well protected, or at least have a backup. When selected, you can press F to produce base Smellogs from it. Those round base Smellogs may seem like just some pebbles, but they hold great potential. Like you, you're my pebble with great potential. This is an overview of the technology tree. It consists of three branches: utility, combat, and economy. Let's have a close look at how those base Smellogs evolve. You can upgrade them twice. If you choose the utility upgrade with Q, it'll become a trap. The trap Ach, is a hidden Minuten, gem, komm, lass es, literally. Lass es einfach sein. Das ist okay, ich glaube. Deep Web Simulator? Der kostet was? Habe ich den nicht irgendwo schon mal gesehen? Und war der nicht gut? Simulationsspiel, bei dem Sie den dunklen Korridor verloren gehen und die Spannung des illegalen Handels erleben werden. Schalten Sie Anzeige in der illegalen Welt des Deep Webs, schließen Sie geheime Deals und bauen Sie Ihr kriminelles Imperium auf. Wir haben auch Deutsch. Und wir gucken mal rein. Kostet im Moment 9,84 Euro. Könnte gut sein. Idee ist halt ganz okay. Drogen. Das ist eine andere Art Supermarkt-Simulator. Man kann Drogen aber auch aufrecht machen. Das ist gut. Dann können wir... Achso, du lieferst aber selber aus. Geht aber, glaube ich, immer um Drogen. Man kann doch auch andere Sachen. Warum nicht Waffen oder Daten? Naja. Pocket Oasis. Das Gartenäquivalent zum Balkonkraftwerk. Was? Wunderschöner, handgemalter, gemütlicher Gartensimulator, in dem du Samen pflanzt. Was für die Zyklonia. Und dich entspannen kannst. Aber ich mache das in echt, ne? Während deine Pflanzen blühen und wachsen, entdecke neue Städte und dekoriere deine eigene kleine Oase der Natur. Ui, 7,07 Euro. Deutsch ist voll unterstützt. Von Knitten Pearl Game Studio LLC. Aha, die haben... ja, mehrere Spiele dieser Art gemacht. Sag ich ja, du machst es nicht. Du brauchst auch kein Balkonkraftwerk. Balkongarten. Es ist aber jetzt wirklich sehr, wie soll ich sagen, sehr naiver Grafikstil. Und ich finde Igel auf dem Balkon oder auf der Terrasse zu halten auch nicht okay. Aber der Hut ist fantastisch. Aber handgemalt muss ja nicht unbedingt Kugelschreiber sein. Aber die Bluse oder das, was sie da anhat, das Oberteil, das sieht sehr mit Kugelschreiber. Cool.
Saarland, das sage ich jetzt für den Revenger und alle, die das jetzt hier noch schauen, gibt es für Kugelschreiber ein eigenes Wort. Und das nennt sich bei uns Dauerschreiber. Das ist ein Dauerschreiber. Und ich habe früher immer gedacht, dass Kugelschreiber eine besondere, edlere Form des Dauerschreibers waren, bis ich gelernt habe, das ist das richtige deutsche Wort. Ich dachte immer so, ja, von Parker oder so. Die Dauerschreiber von Parker, das sind Kugelschreiber, das sind so die edlen, ne, mit so mit der dicken Miene und so. Ne? Ja, jeder sagt Kuli. Aber früher war das Dauerschreiber. Das Wort Kugelschreiber, wie gesagt, war für mich immer so die erst hochkarätigen. Ah ne, es sieht nur so aus, als wäre es schraffiert, aber sie haben es schon ganz gut gemacht, ja. Egal. Daisy und Simon. Kuli. Oder aber Dauerschreiber war schon sehr gebräuchlich. Ruhiger Pirates Cursed Seals, was? Kostenlos. Keine Käufe im Spiel. Controller. Deutsch. Defeat Legions of Pirates and Marine Beasts to Emerge. Es ist ein Survivor-like. Jetzt aber auf hoher See. I'm so happy. Yay. Ja, klar. Ich mag Vampire Survivors. Aber guck mal, es ist doch einfach nur... Mit dem Trick, dass sie Schiffe nehmen, ist die Animation ja noch schlechter, weil die gehen ja nicht. Schiffe, Entschuldigung für diese Aufklärung, aber Schiffe gleiten einfach so. Und das heißt, die müssen sich nur ein bisschen von rechts nach links drehen, ansonsten keine Animation. Wie viel kann man, gut, es ist kostenlos. Es ist kostenlos. Ach so, weil es, nee, klar. Ich merke es gerade, es ist die Art, eine Art Demo. Genau. Watermelon-like oder ein Exit-8-like. Ja. Beides habe ich sehr genossen. Salad Finger ist ja auch absolut brillant. Hello. I like rusty spoons. The feeling of rust to my salad fingers almost feels organic. Asmic. Weißt du den? Kenne ich nicht, nee. Schon. Salt Fingers ist der Hammer. Salt Fingers ist so gut. Salt Finger ist die Erfindung von Creepiness. Schau dir bitte einfach mal Folge 1 bis 5, wenn du es schaffst, von Salt Fingers an. Unfassbar. David Firth ist ein absoluter Meister. Es ist so widerwärtig. Es ist so schlimm. Ja. Turn-based gameplay with roguelike and random elements. What could be better? Everything. Nee, Salt Fingers ist keine Kochsendung. Das ist ein Cartoon. Ich glaube, weißt du was, wir schauen uns, bevor wir das Horror spielen, einfach mal die erste Folge zusammen an. Das muss jetzt einfach sein. Na, damit der Revenger weiß, was gemeint ist. So, die erste Folge geht ja ganz schnell. Micro Dungeon, Deutsch. Sehr Micro, sehr Dungeon. Und die Frage, was könnte besser sein? Also die Beschreibung macht mich nicht an. Musik ist passend. Ja, es ist auch Horror. Sich nicht viel Mühe gegeben. Naja, gut. Ist uninteressant, aber gut. Zack. Sag ich jetzt mal. Burglar Inc. Burglar ist ein Einbrecher, ne?
Ein kooperatives Diebstahl- und Simulationsspiel. Planen Sie mit Ihrem Team komplizierte Räuberfalle? Nee, doch, oder? Infiltrieren Sie Hochsicherheitsbereiche, überlisten Sie Laserhindernisse und vieles mehr. Mhm. 463, Deutsch wird unterstützt, online oder einzeln oder Koop. Ist das sowas wie die Geisterspiele, nur halt eben mit Denzi Games. Denzi. Haben die jetzt gerade Bugs mit in den Teller genommen? Oh, das ist aber schon... Oh, das ist aber schon ein bisschen... Natürlich ist ein bisschen überflüssig dafür, dass da echt nicht viel passiert. Ja, lass es doch noch wackeln. Und warum hat der da Strom? Ich muss schon wieder gucken, wie lange der Trailer geht, weil es so langweilig ist. Coming soon. To cinema next to you. So, ja. Ich habe heute nichts Besonderes. Es läuft ja immer noch der Steam Sale und da findet man eine ganze Menge Sachen. Ich kriege jetzt meine Karte. Fupp, die fünfte. Siehst du mal, ich habe nicht gelogen, aber die Sticker habe ich verpasst. Und ich sag, ja. Ja. Wie immer. Trotz oder sogar wegen dieser Vorkommnisse ist der Aufforderung, den Kanal zu abonnieren, unbedingt Folge zu leisten. Dieses dient ausschließlich der Schadensbegrenzung. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ciao.